18 Uhr, hier ist Ron, das Programm aus und für Rhein-Pfalz, Odenwald, Neckar. Und Dina Hinze hat heute auch wieder das Programm zusammengestellt. Schön, dass Montag ist. Ich habe dich schon vermisst. Ja, schön, dass Montag ist. Aber das mögen vielleicht nicht alle so gerne hören. Nämlich die Kinder in Rheinland-Pfalz, die müssen heute wieder in die Schule. Und Schulanfang ist richtig teuer für die Eltern. Das können sich vor allen Dingen sozial schwache Familien nicht unbedingt leisten. Aber da hilft ein Verein, Anpfiff ins Leben. Wir stellen Ihnen die Arbeit des Vereins vor. Und wir haben eine Frau, die den Verein mitleitet, zu Gast. Und die sagt uns, wie auch sie vielleicht sozial schwachen Kindern helfen können. Und dann haben wir ein weiteres Problemfeld, nämlich wenn das Auto in Reparatur muss und man muss aber auch arbeiten, dann hat man da manchmal ein Problem. Aber es gibt jetzt eine Lösung, eine sogenannte Nachtwerkstatt. Da gibt es die Autoreparatur sozusagen im Schlaf. Und wir haben die Faustbader aus Käfertal zu Gast. Die sind am Wochenende sensationell aufgestiegen. Da haben wir fast die versammelte Mannschaft hier, was die zu erzählen haben, wie sie gefeiert haben am Wochenende. Das alles haben wir jetzt in unserer Montagsendung. Während in Baden-Württemberg der Schulranzen weiter verstaubt gehen, in Rheinland-Pfalz seit heute Morgen wieder 410.000 Kinder in die Schule. Und für 35.000 ist der erste Schultag, da braucht man immer eine ganze Menge an Dingen, die eingekauft werden müssen für diese Schule. Und die Einschulung ist teuer. Jedes Jahr müssen Bücherhefte, Stifte und Sportsachen gekauft werden. Und nicht jede Familie kann sich das leisten. Und genau für solche Fälle gibt es den Verein Anpfiff ins Leben aus Ludwigshafen. Der unterstützt diese Kinder und wir unterstützen diesen Verein. Und deswegen sind unsere Kollegen Luisa Hillmeier und Lukas Wolf heute Morgen noch mal in die Schule gegangen. Erster Schultag in Rheinland-Pfalz. Noch etwas müde, aber schon aufgeregt, machen sich auch die Geschwister Mohammed und Melissa aus Ludwigshafen heute auf den Weg zum Unterricht. Die beiden kommen heute in die zweite bzw. dritte Klasse. Dort können wir so gut lernen und dort haben wir mal Hausaufgaben und so, da können wir auch spielen und so. Das ist dort geil und wir können dann spielen und danach könnte man da essen und danach könnte man da so laufen und so. Damit die beiden einen guten Start ins neue Schuljahr haben, brauchen sie einige neue Dinge. Wir brauchen da Stifte, Bücher, Mäppchen und Radiogummis. Doch das ist für viele Familien nicht einfach. Rund 75.000 Kinder in Rheinland-Pfalz leben in Armut. Der Verein Anpfiff ins Leben setzt sich deshalb für Kinder aus finanziell schwachen Familien ein. Anpfiff ins Leben ist ein Verein, der jugendliche Sportler fördert. Das heißt, sie werden schulisch unterstützt. Bei den Älteren gibt es auch eben eine Unterstützung im beruflichen Bereich. Allein zu Beginn eines neuen Schuljahres kommen jedes Jahr hohe Kosten auf Eltern zu. Neben Heften, Blöcken, Ordnern und Stiften müssen in vielen Schulen auch noch die Bücher gekauft werden. Die Kosten belaufen sich auf durchschnittlich rund 120 Euro pro Kind. Besonders teuer allerdings wird es bei der Einschulung, denn wer noch Schulranzen, Sportbekleidung und dann noch eine Schultüte kauft, ist schnell bei mehr als 250 Euro. Dass der Verein Anpfiff ins Leben seine Kinder so sehr unterstützt, ist auch für Vater Ali Döner eine große Erleichterung. Alles auch so sehr, sehr teuer, ja, das stimmt auch. Ich bin auch seit halbes Jahr arbeitslos leider. Und wenn es so Hilfe gibt, anbieten, warum, dann nehmen wir auch gerne an. Das ist eine Freude, ist das einfach. Damit Melissa und Mohammed auch in Zukunft gerne zur Schule gehen, macht sich Anpfiff ins Leben weiterhin für sie stark. Ziel des Vereins ist es, auch über die Metropolregion hinaus bekannt zu werden und noch mehr Kindern und Eltern das Schulleben so angenehm wie möglich zu machen. Und bei uns im Studio ist Stefanie Kunzelnick vom Verein Anpfiff ins Leben. Wie viele Kinder betrifft denn das, die sich solche Sachen, für viele ist das ganz normal, wir haben es ja ein bisschen aufgebaut, Hefter und Bücher, die sich das nicht leisten können? Ja, also es ist doch erstaunlich. Wir haben hier in der Region einige Kinder, die davon betroffen sind, dass sie sich solche Materialien eben zum Schulbeginn nicht leisten können. Und Anpfiff ins Leben hat ja hier in der Region über 12 Standorte und wir fördern Kinder und Jugendliche über den Sport. Und in Summe haben wir 3.500 Kinder und Jugendliche, die wir fördern. Und jetzt am Standort in Ludwigshafen sind es ca. so 30 bis 50 Kinder, die immer wieder in diese Schwierigkeiten dann auch kommen. Was sind das so für Kosten pro Kind, mit dem man rechnen muss? Also das staffelt sich natürlich, aber jetzt nehmen wir mal so ein
Grundschulkind in der Einschulung, da hat man erstmal ganz klassisch die Hausaufgabenhefte, die Schulhefte etc. sind bei etwa bei 120 Euro. Und dann kommt eben noch dazu, manche Eltern haben eben die Möglichkeiten, auch eine Schulbuchleihe zu beantragen, wenn zum Beispiel das Haushaltseinkommen entsprechend gering ist. Und da hat man das Thema, dass man dann auch schauen muss, ob man letztendlich dann diese Zusage zur Leihe bekommt oder selber zahlen muss. Da kommen nochmal ca. 100 Euro dazu. Sie stellen aber auch Bedingungen. Die Kinder müssen sportlich aktiv sein. Wieso diese Verbindung? Ja, also Anpfiff ins Leben ist als Verein einzigartig in der Region, aber auch darüber hinaus mit dem Konzept, dass wir Kinder und Jugendlichen über den Sport den Zugang zur Bildung schaffen. Und das heißt auf so viel, dass wir Sport, Schule, Beruf und Soziales als unsere Kernsäulen haben. Und viele Kinder, die wir fördern, sind klassisch auch Mitglied in einem Partnersportverein, Fußball, Handball, Eishockey, der Golf. Und über diese Situation des Mitgliedseins hat man die Möglichkeit, die Programme von Anpfiff ins Leben auch wahrzunehmen. Wie können wir jetzt ganz konkret helfen? Ja, also ganz konkret, wir haben ja jetzt diese Woche in Rheinland-Pfalz auch schon den Schulanfang. Das heißt, es ist Not am Mann, weil die Listen aus den Schulen zu uns gekommen sind und es hieß, könnt ihr helfen? Viele Eltern haben eben die Möglichkeit nicht. Also es heißt ganz konkret, Materialien benötigen wir. Das sind möglicherweise dann Sachspenden, Bücher etc. oder natürlich auch finanziell. Das hilft uns, weil wir dann wirklich den Eltern auch direkt die entsprechenden Listen nach dem Schulnorm dann auch zustellen können. Man sagt ja oft, man müsste, man könnte. Und ja. Ich sage jetzt mal, wir machen. Wir würden gerne also 5 Pakete als Sender an Sie direkt spenden und Ihnen da helfen und Sie unterstützen. Wir wollen aber dann auch die Zuschauer bitten, wenn Sie uns unterstützen können, dann machen Sie das. Wir haben auch eine Spendenkontonummer, die können wir Ihnen zeigen bei der Volksbank Kraichgau und auch bei der Sparkasse Heidelberg. Die lange IBAN-Nummer, ich glaube, das schaffen Sie jetzt nicht, die abzuschreiben, aber auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram und auf unserer Internetseite finden Sie diese Nummern und wir möchten Sie auch wirklich aufrufen, spenden Sie, wenn Sie es finanziell können. Kinder sind unsere Zukunft, glaube ich, und nirgendwo ist das Geld besser angelegt und man gibt so viel Geld für schwachsinnige Dinge aus im Leben, muss man mal sagen. Dankeschön für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Was natürlich sein muss ab und zu, ist, dass man ins Auto investiert. Das Auto muss in die Werkstatt und dann gibt es komplizierte Termine, die man einhalten muss. Und man muss den Chef vielleicht fragen, weil tagsüber muss man das Auto dann aus der Werkstatt abholen. Das gibt immer Schwierigkeiten. Das ist nur eine von vielen logistischen Problemen für Werkstattkunden. Die Frau muss einem dann halt hinbringen. Und halt dann auch, dass man das Auto dann hinbringen kann und auch wiederholen kann dann. Das ist klar, also muss dann schon sein, gell? Das ist schon ein Aufwand. Ich bringe das Auto in die Werkstatt, schaue, wie ich heimkomme und hoffe, dass es in einer Woche fertig ist. Bisher ist es schon so, dass ich meistens halt einen bekannten Schwager dann zu zweit hinfahre, mit ihm zurückfahre und genauso halt das Auto wieder abhole. Ja, wir sind beide berufstätig, mussten das nach der Arbeit dann organisieren. Wir sind mit beiden Autos hingefahren, also jeder mit seinem. Eins blieb dort, musste den nächsten Tag genauso auch wieder abgeholt werden. Aber es ist halt einfach immer ein Zeitaufwand. Und als vorbildlicher Arbeitnehmer hat unser Reporter Ralf Burgisch gar keine Diskussion mit uns erst angefangen, sondern hat seinen Werkstattaufenthalt mitten in die Nacht verlegt. Draußen ist es längst dunkel. In der Nachtwerkstatt aber geht die Arbeit erst richtig los. Die Kunden sollen ihr Auto schließlich am nächsten Morgen wieder repariert vor der Türe haben. Das Sprichwort von Zeit und Geld ist hier quasi die Firmenphilosophie. Wenn die abends nach Feierabend ihre Autos bringen oder wir die Autos holen, dann ist es am nächsten Tag fertig und damit können sie wieder Geld verdienen. So haben wir auch Geschäftsleute, wo eben auch Zeit Geld ist. Und manche Menschen müssen sich sonst Urlaub nehmen, das Auto bringen, wieder abends abholen oder am nächsten Tag erst. Und so kann man auch wesentlich schneller den Leuten helfen in der Richtung. Und man ist wesentlich flexibler. Und da ist ein ganz großer Bedarf da eben Zeit. Ein Service, den auch Handwerker Andreas Heinrich gerne nutzt. Er ist Stammkunde in der Nachtwerkstatt. Wir haben einen Handwerksbetrieb, haben 5, 6 Busse. Wenn ein Auto stehen bleibt, ja, sind wir mindestens 2 Mann, die nicht arbeiten können. Und die sind definitiv teurer. Ja? Also es rechnet sich auf jeden Fall. Das Servicepaket beinhaltet nicht nur die nächtliche Reparatur, sondern auch je nach Kundenwunsch die Abholung und Auslieferung des Fahrzeugs. So viel Freizeit hat man ja als Betriebsleiter quasi auch nicht. Ja? Und das bisschen was machen, das kann man besser nutzen, wie die Autos in die Gegend rumzufahren und reparieren zu lassen. Natürlich wird in der Nachtwerkstatt nicht nur nach Sonnenuntergang gearbeitet. Ab 9 Uhr morgens ist Hartwin Himmele telefonisch erreichbar und kümmert sich um das Büro, während seine Mitarbeiter an den Autos schrauben. Er selbst greift dann bewusst zur Nachtschicht in die Werkzeugkiste.
Wenn ich dann auch elektronische Fehler suche, hat man nachts in Ruhe seine Zeit und kann das in Ruhe finden, die Fehler in der Richtung. Und als man Tagesgeschehen ist, halt wesentlich hektischer, viel mehr Telefonate. Ein Service, den so mancher Mannheimer gerne nutzen würde. Es sollte halt nicht übermäßig teurer dann sein als ein normaler Werkstattbesuch. Ich spare mir den Leihwagen, wenn sich das rechnet, auf jeden Fall. Ja. Die Entscheidung muss natürlich jeder selbst treffen. Die stressfreie Reparatur über Nacht kostet 20% Aufpreis. Spätestens ab 1 Uhr morgens liefern die Nachtschrauber aus Mannheim das Auto dann aus. Dann ist auch hier Feierabend. Und wir haben die wichtigsten Nachrichten aus der Region jetzt in unserem Nachrichtenüberblick für Sie zusammengestellt. Und wir beginnen in Germersheim. Von der Leyen in Germersheim. Rund 77 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Südpfalz-Kaserne in Germersheim investiert werden. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen war deshalb heute in Germersheim zu Besuch, wo die Einsatzvorbereitung der Soldaten der Luftwaffe stattfindet. Begleitet wurde der Besuch allerdings von schlechten Zahlen. Das Meinungsforschungsinstitut Emnit ermittelte in einer repräsentativen Umfrage, dass die Wähler besonders mit ihrer Arbeit als Verteidigungsministerin unzufrieden seien. Totes Baby gefunden. In Harthausen hat eine Angestellte die Leiche eines Neugeborenen in einem Müllcontainer auf diesem Hof gefunden. Die Frau habe am Samstag den Abfall trennen wollen, teilte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen am Sonntag mit. Weder der Geburtsort des Babys noch ein Verbleiben der Mutter sind bisher bekannt. Hinweise nehmen die Polizei Speyer und die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen. Diebstahl im Krankenhaus. Unbekannte haben am Wochenende mehrere wertvolle Medizingeräte aus dem evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem nicht öffentlichen Bereich der Klinik und entwendeten Geräte im Wert von 350.000 Euro. Für die Patientenversorgung hat es keinerlei Auswirkungen. Wir haben glücklicherweise die Firmen so weit bekommen, dass wir für morgen alle Geräte wieder zur Verfügung haben. Die Notfalleingriffe konnten wir durchführen, sodass es keinerlei Probleme gab für die Patienten in der Zeit. Bunt, bunter CSD. Unter dem Motto Love Wins feierten etwa 70.000 Besucher in der Mannheimer Innenstadt den Christopher Street Day. Schwule und Lesben, Bi- und Transsexuelle sowie intersexuelle Menschen gingen am Samstag gemeinsam auf die Straße, um für Gleichstellung zu protestieren. Die kürzlich beschlossene Ehe für alle ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bleibt es noch ein weiter Weg zur absoluten Gleichberechtigung. Ungleiche Behandlungen erfahren gleichgeschlechtliche Paare, zum Beispiel beim Blutspenden und bei der Adoption von Kindern. Die Veranstaltung verlief friedlich und störungsfrei. Und die Spannung steigt in Hoffenheim. Das Spiel gegen Liverpool und Trainer Jürgen Klopp steht bevor. Wir haben eine Live-Leitung nach Hoffenheim aufgebaut und sprechen mit unserer Reporterin. Und Sie können schon mal die Faust in der Tasche ballen. Die erste Faustball-Bundesliga, das ist ein Thema bei uns mit dem TV Käfertal. Mal schauen, was dabei rauskommt bei dem Gespräch und was am Wochenende dort passiert ist. Das alles gleich bei uns. Jetzt geht's erst richtig los nach der Werbung. Es ist immer dieses eine Wochenende im August, wo ich Schwierigkeiten habe, den Überblick mit den ganzen Terminen zu behalten. 64. Finale des DFB-Pokals, ja. Und bei uns hier so ganz durchwachsen mit unseren Vereinen. Ja, also glücklicherweise haben wir den HSV nicht in der Region. Da wäre natürlich jetzt großes Bashing angesagt. Aber ja, trotzdem muss man sagen, Morlautern raus. Kaiserslautern gerade so weitergekommen, ziemlich gut weitergekommen. Sandhausen raus, auch nicht unbedingt mit Applaus. Und für Hoffenheim heißt es jetzt auch, den DFB-Pokal zumindest in der ersten Runde erstmal abhaken. Denn auch wenn sie weiter gekommen sind und das etwas mit Mühe, steht nun der nächste große Gast an und Rebecca Wilke ist vor Ort, denn der FC Liverpool ist nämlich auch schon da. Champions League Qualifikation, die Reds kommen mit ihrem Trainer Jürgen Klopp. Spürt man diese besondere Situation auch bei den Journalisten? Ja, diese besondere Situation spürt man hier natürlich. Hier hinten läuft jetzt gerade noch die Pressekonferenz. Da sitzt jetzt noch im Moment der Spieler Jordan Henderson drin. Und klar, hier ist alles besonders, vor allem das Medienaufkommen. Wir haben kaum Luft gekriegt gerade im PK-Raum. Deshalb laufen wir jetzt auch mal hier raus und laufen mal am Stadion außen vorbei in Richtung Platz. Und ja, auch für uns ist das alles neu, hier außen diese Wege entlang gehen zu müssen. Aber die UEFA, die gibt hier natürlich alles vor. Und das ist für den Fans neu, aber das ist auch vor allem neu für die Verantwortung.
Verantwortlichen im Verein. Ja, und gleich sind wir natürlich am Rasen und da wird jetzt auch gleich das erste Training von Liverpool stattfinden, hier in Hoffenheim, also überhaupt der erste europäische Verein, der hier ist. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie Kloppo seine Truppe einschwört und nachher sehen wir dann natürlich auch noch Nagelsmann mit seinen Jungs. Ja, wie ist das denn für Jürgen Klopp? Jetzt auch wieder mal eine Rückkehr nach Deutschland und dann natürlich auch jetzt gerade mit einem Champions-League-Gegner aus Deutschland. Ja, also Kloppo ist richtig gut drauf. Also ich habe mal ein paar Zitate aus der Pressekonferenz gerade mitgebracht, die natürlich gerade erst vorbeigegangen sind. Deshalb kann ich es natürlich noch nicht auswendig. Er hat erstmal natürlich richtig Spaß gehabt mit den Fotografen. Er mag ja das Blitzlichtgewitter nicht so sehr und hat dann erstmal gesagt, ach, macht mal ein bisschen schneller, Jungs, also schon ein bisschen ungeduldig. Und dann hat er noch gesagt, es ist sehr gut, nach langer Zeit wieder hier zu sein. Und er weiß alles über den Gegner und es wird schwer, aber sie wollen die Hoffenheimer auch nicht stärker reden, als sie sind. Und dann wurde er noch gefragt nach seinem ersten Mal. Und damit war natürlich nicht im doppeldeutigen Sinne das erste Mal gemeint, sondern in der Champions League. Aber er hat ganz lustig geantwortet und hat gesagt, ich hoffe, dass wir besser spielen, als ich das erste Mal drauf war. Also so viel zum Spaßvogel Jürgen Klopp, der wirklich gut drauf ist und sich freut, hier zu sein. Und jetzt laufen wir hier auch noch durch die Katakomben. Hier ist nämlich der Tunnel. Da werden die Busse danach hereinfahren von Liverpool und Hoffenheim. Und wir sehen auch schon noch mal dieses Medienaufkommen. Und ja, jetzt gleich dann eben hier am Rasen wird dann das Training stattfinden. Und ja, hier freuen sich natürlich auch die Journalisten natürlich schon drauf. Ja, das wird, glaube ich, richtig klasse. Das wird morgen auch ein bisschen voller sein, als es jetzt gerade ist. Die Tribüne sicherlich restlos gefüllt, gerade bei diesem prominenten Gast. Wie hat man sich denn auch in der Region auf die Reds eingestellt? Ja, also hier in Hoffenheim hat man sich gut eingestellt. Also das Stadion ist natürlich nicht so einfach zu erreichen. Man kann über die Autobahn fahren, aber die ist natürlich voller Baustellen. Gerade die Autobahn A6, die in der Region kennen das ja, das Problem. Und aber die Hoffenheimer haben sich gut eingestellt. Es gibt sogar Sonderzüge. Also man kann von Ludwigshafen, von Mannheim aus und von Heidelberg fahren und ist dann so in etwa einer guten Stunde hier und kann dann gemütlich vom Bahnhof noch hierher laufen, noch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen. Also ich glaube, das ist viel entspannter, als mit dem Auto zu kommen. Danke erstmal, Rebecca, vor Ort. Und apropos Kaltgetränk, das gab es am Wochenende dann auch für die Jungs vom TV Käfertal. Wir sind bei den Faustballern angekommen, denn die haben es geschafft. Sie melden sich zurück in der Bundesliga. Die ganze Anspannung entlädt sich in diesem Jubelschrei. Über 5 Sätze ging das Spiel, das über erste oder zweite Bundesliga entscheiden sollte. Käfertals Nationalspieler Nick Trienemeier war schon vor dem Duell gegen Unterhaugstedt guter Dinge. Wenn die gewinnen, sind die durch. Wenn wir gewinnen, sind wir durch. Im Prinzip im Finale. Und ja, ich denke, wir sind gut drauf. Wir sind optimistisch und wenn wir gut spielen, dann passt das. Leicht war es aber nicht, denn die anderen Aufstiegskandidaten aus Unterhaugstedt und Echhofen brachten den Gastgeber aus Mannheim an die Leistungsgrenze. Gegen Mitaufsteiger Calw gab es sogar eine Niederlage für den TV Käfertal. Der verletzte Kapitän Dominik Mondl konnte die Spannung am Spielfeldrand kaum aushalten. Die Hölle, wenn du die ganze Runde spielst und dann da zugucken musst. Aber die Jungs, die haben sich super da reingeschmissen. Und dadurch auch verdient den Aufstieg klargemacht. Damit ist der TV Käfertal nun sowohl in der Halle als auch im Feld erstklassig. Das Team hatte keine große Feier vorbereitet, denn das ist ja bekanntlich ein schlechtes Omen. Aber ein bisschen was hatten sie trotzdem in der Hinterhand. Wir schauen auf jeden Fall, was der Abend so bringt, aber der bringt wahrscheinlich ein paar Kaltgetränke. Genug Stimmung und ausreichend Durst für die große Sause war nach dem 11:8 Erfolg im 5. und letzten Satz sicherlich vorhanden. Ja, bei dem Stichwort Kaltgetränke, da gab es ja auch eben schon, ja, ganz genau. Dominik, Sie sind der Kapitän, wie wurde am Wochenende gefeiert? Ja, wir haben es gleich am Samstag natürlich gleich ein bisschen krachen lassen, ne? Ist klar. Ich meine, wir hatten jetzt eine lange Runde und dann jetzt die guten Mannschaften, die schweren Bedingungen bei uns auf der Anlage und natürlich wahnsinnig viel Druck vor eigenem Publikum. Und wenn das dann natürlich in so einem Krimi dann endet, dann entlädt sich natürlich alles auf einen Schlag und dann muss das natürlich auch gleich raus. Ne? Ja. Sie sind verletzt, wir haben Sie ja eben gesehen mit den Krücken. Felix Klassen hat die Bürde als Kapitän übernommen und offensichtlich ja auch gut gemacht. Wie war's? Ja, ich hatte die Ehre. Also es war auf jeden Fall ein super Gefühl. Dominik zu vertreten ist auf jeden Fall ein großes Los, aber ich denke, ich habe es ganz gut geschafft. Nee. Und
Meine Stimme hat auch ein bisschen drunter gelitten. Ist auch ein bisschen angegriffen. Alles ja? andere wäre doch auch falsch. Also ja. ich denke, wir haben auf jeden Fall gut gefeiert. Und, wer kam gestern am schlechtesten aus dem Bett? Ich glaube, wir waren erst sehr, sehr spät im Bett erstmal. Also ich denke, ich weiß nicht, also Nick, der jetzt auch leider nicht da war, der gerade mein Spieler war, der ist direkt in Urlaub geflogen. Der hat sich, der musste relativ früh raus, aber ich denke, sonst wir Sportler haben keinen wirklichen Kater. Sehr gut, ja. Aber irgendwann heißt es natürlich dann auch vorbereiten. Die Bundesliga steht jetzt an, jetzt sowohl in der Halle als auch im Feld. Was ist dann die Zielsetzung? Genau, also das ist bei uns ein bisschen kompliziert, weil wir ja zwei getrennte Spielrouten haben. Wir sind jetzt zum Glück in beiden Spielzeiten jetzt in der ersten Liga, du hast es erwähnt. Und jetzt ist erstmal Pause angesagt bis Mitte September bei uns. Dann wird die Vorbereitung für die Hallenrunde losgehen, die dann im November startet. Und dann haben wir schon auch ein kleines Highlight bei uns, weil im März dann die deutschen Meisterschaften bei uns ausgerichtet werden. Und das ist ein bisschen Besonderheit im Faustball. Wenn wir es als Erstligist dann schaffen, uns zu halten in der Liga, haben wir automatisch auch Startrecht auf der deutschen Meisterschaft. Das heißt, unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Und dann wären wir automatisch bei unserer eigenen Deutschen auch wieder in der Halle mit dabei. Und was dann geht, wird man sehen. Also zu Hause spielen ist wichtig. Wie wichtig war denn auch jetzt in der Relegation der Heimvorteil? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wir haben uns wahnsinnig drauf gefreut vor eigenem Publikum, weil wir auch wissen, was dann geht. Und was bei uns eine ganz große Qualität ist, ist unser eigener Platz. Das ist wahrscheinlich einer der besten Faustballplätze in Deutschland, weil es wirklich auch ein reiner Faustballplatz ist. Der ist super gepflegt. Und da wissen wir einfach, was wir da leisten können. Na, auf der anderen Seite hast du natürlich den Druck, dann aufsteigen zu müssen, gerade nach dieser perfekten Runde, die wir hatten. Und dann natürlich vor eigenem Publikum. Deswegen würde ich sagen, ja, zweischneidiges Schwert, aber im Endeffekt haben wir uns schon drauf gefreut und dass es natürlich dann vor einem Publikum klappt, ist natürlich riesig. Ne? Ja. Klar. Felix, nochmal an Sie auch die Frage, was macht denn den Reiz Faustball aus? Weil also führt ja so ein bisschen auch ein kleines Schattendasein. Ja, auf jeden Fall. Also der Reiz ist für mich einerseits die Sportart an sich, also der Sport, dass du fliegst ein bisschen rum und auch jetzt die Matchpartie, es war einfach geil. Es ist einfach ein richtig, richtig schöner Sportart. Und das, zum einen und zum anderen ist eben dieses familiäre Dasein eben in dieser Randsportart. Ich meine, ich war schon mit den besten Faustballern der Welt irgendwie auf einem Turnier, mal ein Bier trinken oder so, sind alles super lockere, offene Typen und ich denke, das macht es auch so ein bisschen aus. Ja. Ja. Und ich habe es eben auch schon mitgekriegt, also am 9.9. gibt es quasi Faustball, kann man ja dann auch mal selbst ausprobieren bei Ihnen. Also wer Interesse hat, gerne mal vorbeikommen. Thomas Brekelt mogelt sich ja auch schon so langsam rein. Das ist das Zeichen, wir machen die Sendung zu. Große Faustball-Dynastie bei uns in der Familie. Mach doch mal einen flachen Aufschlag, nicht gegen die Lampen, sondern ins Studio so rein. Na, Vorsicht bloß. Oh ja, jawohl, der war gut, der war gut. Alles klar. Was unsere Mitarbeiterinnen am Wochenende, während die Herren hier richtig gefeiert haben, so machen, erfahren wir eigentlich auch nur über unseren Facebook-Kanal. Wir können ja mal gucken. Hier haben die Kolleginnen Luisa Hillmeier und Sarina Aschmann gefeiert. Die waren bei Fritz Kalkbrenner am Wochenende. Und das können Sie sich alles angucken bei Facebook, RonTV, bei YouTube, bei RonRegional. Und bei Instagram auch, bei RonTV, auch auf der Internetseite www.ronTV. Sie sehen, Stimmung war gut, Wetter war auch gut, blauer Himmel, Musik ist Geschmackssache. Fritz Kalkbrenner ist heute schon wieder in Kroatien, in der schönen Adria. Und am 3. September kommt er nochmal nach Mannheim. Und das können Sie sich, wie gesagt, alles hier auf unseren sozialen Netzwerken angucken. Zum Beispiel auch das Wetter. Pünktlich zum Wochenstart begrüßt uns das Wetter hier in der Region mit einem kurzen Sommer-Comeback. Und hier auf der Allerhopp-Anlage in Heidelberg, da gibt es schon jede Menge Freizeitmöglichkeiten für die nächsten zwei Tage. Aber Tim neben mir hatte auch noch ein paar andere Tipps. Also ich gehe mit Oma und Opa auf den Königsstuhl und da schaue ich mir die Greifvogel-Show an. Was machst du denn morgen? Morgen komme ich am liebsten wieder auf die Allerhopp-Anlage und mache hier meinen Parcours. Wenn die Sonne super scheint, kann man doch ins Tiergartenbad gehen. Da ist auch der Zoo gleich nebendran, kann man natürlich auch noch einen Abstecher machen zu den Eisbären, vielleicht bei dem heißen Wetter. Ja, das wäre mein Tipp. Gar keine so schlechte Idee, denn am Dienstag erwartet uns an Rhein und Neckar ein heißer und sonniger Hochsommertag. Allerdings bleibt es leider nicht den ganzen Tag so schön. Am Nachmittag bilden sich erste Schauer und Gewitter, die uns noch bis in die Nacht begleiten.
Selbst in den Höhenlagen von Odenwald und Pfälzerwald können bis zu 28 Grad erreicht werden. Spitzentemperaturen von bis zu 32 Grad werden im Rhein-Neckar-Dreieck erwartet. Oft fühlt sich das aber unangenehm schwül an. Am Mittwoch ist der Regen rasch vorbei, Sonne und harmlose Wolken wechseln sich ab. Mit maximal noch 26 Grad geht es deutlich angenehmer weiter. Donnerstag und Freitag ändert sich an den Temperaturen nur wenig. Auch die Nächte bleiben mild, allerdings bleibt es dann nicht mehr trocken. Kurze Schauer sind immer wieder möglich und es bleibt wechselhaft. Wie gesagt, ein kurzes, aber dafür schönes Sommer-Comeback, das auf uns wartet. Genießen Sie das schöne Wetter, ganz gleich, ob nun auf dem Königsstuhl oder im Schwimmbad, denn es bleibt uns nicht mehr lange erhalten. Na, immerhin. Also mit dem Wetter geht es ein bisschen bergauf, wenigstens die Temperaturen sind besser. Wir haben so viele Nachfragen bekommen. Zeigt doch mal, wer für euch arbeitet und was ihr da alles so macht. Machen wir. Da drüben sitzt Jens Suchanik, der macht den Ton. Dann hier daneben Christina Wehr, die drückt die Knöpfe und sorgt dafür, dass Sie diese Kamera jetzt gerade sehen. Und die Frau Hinze habe ich Ihnen ja schon vorgestellt. Die stellt die Sendung zusammen. Ohne die wüssten wir eigentlich gar nicht, was wir heute gemacht hätten. Bist du denn zufrieden am Montag, an diesem Montag? Auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden an diesem Montag. Wenn man die auflässt, hört man sich doppelt. Deswegen muss ich das mal absetzen. Ja, und jetzt haben wir noch, noch 15 Sekunden. Haben wir. Da können wir noch kurz einen Ausblick auf morgen geben. Ah ja. Ist ein Thema. Genau. Und Weinlese machen wir in dieser Woche auch noch. Also es lohnt sich bei uns so zu gucken. Die ganze Woche über bis Freitag sind wir für Sie da. Genau, das war der Montag. Schönen Abend noch.